Hallo meine Legefreunde. Jetzt werden wir über den hohen Wurf sprechen. Das ist die schwierigste Technik, die beim Legen angewendet wird. Du darfst die Kugel höchstens einen Meter vor der Zielkugel aufkommen lassen oder sogar direkt daneben. Du musst dabei die Kugel sehr hoch werfen. Das ist die Technik, die auf weichen Oberflächen wie Erde dem Boden angepasst ist und bei der die Kugel direkt von oben auftrifft, sodass sie dort kaum mehr rollt. Wenn es eine kurze Entfernung ist, so zwischen 6 und 8 Meter, rate ich dir, aus der Hocke zu werfen. Um das zu tun, schlage ich vor, dir die Kurve vorzustellen, die deine Kugel beschreibt, damit sie so nah wie möglich am Schweinchen aufkommt. Andererseits, wenn es eine längere Entfernung ist, so zwischen 8 und 10 Meter, wirf aus dem Stand. Sei aber gewiss, das ist die schwierigste Aufgabe, die im Pétanque zu lösen ist und dass 100% der Spieler, die sie gelöst haben, dabei völlig relaxed sind. Auf bald, Leger! Auf geht's zur nächsten Runde!